Kinogänger können darauf vertrauen, dass die Transformers-Reihe jede Menge Blutbad im Blockbuster-Format abliefert. Aber die Filme sind nicht gerade Lieblinge der Kritiker. Wird Rise of the Beast das alles ändern? Transformers Rise of the Beast verfügt über eine hochkarätige Stimmbesetzung, zu der auch die Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh gehört. In der Geschichte verbünden sich die formwandelnden Roboter mit den Maximals zu einem atemberaubenden Abenteuer. Aber wird die neueste Fortsetzung besser abschneiden als die vorherigen Filme oder wird sie einfach als ein weiterer lauter chaotischer Actionfilm abgetan? Die gute Nachricht ist, dass Rise of the Beast laut Rotten Tomatoes nicht der schlechteste Teil der Serie ist. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Videos ist der von Steven Cappell Jr. inszenierte Actionfilm irgendwo zwischen 60% und 70% angesiedelt, was ihn zu einem der bisher am besten aufgenommenen Franchise-Filme macht. Owen Gleiberman von Variety lobt den Film dafür, dass er bodenständiger sei als frühere Transformers-Streifen und schrieb: "Es hatte eine nachvollziehbare menschliche Geschichte, die funktioniert, und dank eines Drehbuchs, das tatsächlich immer wieder Dialoge enthält, fühlten sich die Roboter als Charaktere für mich realer an, als sie es normalerweise tun." This is probably a lot for you, huh? Gleichzeitig handelt es sich immer noch um einen Transformers-Film, was bedeutet, dass einige Kritiken garantiert negativ ausfallen werden. Der neueste Teil hat bereits eine Menge Kritiker auf sich gezogen, aber die Bewertung von Rotten Tomatoes deutet darauf hin, dass die Fans derzeit die Kritiker überwiegen. Lassen Sie uns vor diesem Hintergrund untersuchen, was die Kritiker über Rise of the Beast sagen. Die positiven Kritiken zu Rise of the Beast stimmen darin überein, dass es eine unterhaltsame Zeit im Kino ist. Darüber hinaus verfügt der siebte Teil der Reihe im Gegensatz zu frühen Filmen viel Herz, um das maschinengetriebene Gemetzel zu ergänzen. Frank Check vom Hollywood Reporter glaubt, dass Rise of the Beast langjährige Fans unterhalten wird, insbesondere diejenigen, die mit den Spielzeugen aufgewachsen sind, die den Weg für Filme, Zeichentrickfilme, Videospiele und andere Medien ebneten. Check schrieb: "Diese Hasbro-Actionfiguren und ihre Inkarnation auf dem Bildschirm sind in der Lage, selbst den reifsten, abgestumpften Erwachsenen in ein ehrfürchtiges Kind zu verwandeln, das sich einfach nur auf den Boden legen und mit ihnen spielen möchte." An anderer Stelle war Comicbook.coms Liam Crowley von den Actionszenen und dem Unterhaltungswert des Films beeindruckt. "Die Action ist atemberaubend. Die Sommerfilmsaison läuft seit etwas mehr als einem Monat und Transformers Rise of the Beast bringt den Popcorn-Blockbuster auf Hochtouren." Die Regie von Steven Cappell Jr. erhielt auch einige positive Rückmeldungen von Kritikern, wobei Uproxx anmerkte, dass er eine echte Zuneigung zu den Charakteren zeigt, die vielen bewirkt. Der Rezensent lobte den Film auch dafür, dass er einige denkwürdige Nadelstiche aus den 90er Jahren einbaute, sodass die Zuschauer auf einen knallenden Soundtrack sich freuen können. Während die positiven Kritiken einen zu Herzen gehenden Action-Adventure-Film anpreisen, glauben einige der Kritiker, dass Rise of the Beast unauffällig ist. Valerie Complex von Deadline lobte beispielsweise die Action-Sequenzen und argumentierte, dass die Geschichte nichts Besonderes sei. Rise of the Beast ist eine weitere generische Geschichte über eine intergalaktische Bedrohung, die die Vorhersehbarkeit einer kaputten Uhr in sich trägt. Der IndieWire-Rezensent Christian Zilker bewertete den Film schlechter und erklärte, dass es sich nur um einen weiteren seelenlosen Blockbuster handle, was angesichts der Entwicklung von Filmen, die auf Spielzeugmarken basieren, schlecht aussieht. Zilker schrieb: "Es ist, als ob irgendein Manager gesehen hätte, wie Mattel und Greta Gerwig Barbie in echte Kunst verwandelten, und so trafen sie die Entscheidung, im Stil von George Costanza rein aus Boshaftigkeit in die entgegengesetzte Richtung zu gehen." Charles Bromesco vom Guardian wiederholte diese Ansicht und hob einige Probleme mit dem Drehbuch des Films hervor und schrieb, dass der Film Zuschauer verwirren könnte, die mit der Serie nicht vertraut sind. Alles hat einen vagen, teilweisen Schluss, als ob Regisseur Steven Cappell Jr. und die funkköpfige Expertengruppe, die für das Drehbuch verantwortlich ist, auf die Vertrautheit des Publikums mit der Form eines Films setzen, um die Lücken zu schließen, die sie hinterlassen haben. Sind Sie neugierig, ob Rise of the Beast den nicht gerade hervorragenden Ruf des Franchise übertrifft? Der neueste Transformers-Teil kommt am 9. Juni in die Kinos.